Oh, meine Lieben. Und zwar, ich habe gerade abgeklärt, wann ich beim Tätowieren sein muss und ich habe noch Zeit. Eine Aufnahme kann ich noch machen und ich habe schon wieder vergessen, den Timer zu stellen. Ich frage mich echt, wie ich das die ganze Zeit schaffe. Wie ist es möglich, dass man so unfassbar vergesslich ist? So, 20 Minuten ab jetzt. Ja, übrigens, wir spielen immer noch Tomb Raider. Wir kamen jetzt von. Es ist halt einfach so hart, wie krass vergesslich ich bin. Ich habe gerade wirklich verpeilt, von aus welcher Richtung wir kamen. Ich weiß es nicht. Also wir kamen von oben, das weiß ich. So. Wir plündern. Hallo. Das macht die nur, um die alle mal anzufassen. Ich sag's euch. So. Mir juckt die Nase schon wieder. Das ist sowas Beschissenes. Oh ja. Nö. Ja, hier. So, ach ja, ich habe euch ja näher rangeholt. Das heißt, wenn ich so. Hä? Nö, ich werde einen Teufel tun. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Ich habe keine Ahnung, ob wir da schon waren. Es ist einfach nur noch peinlich. Nee, hier waren wir noch nicht. Tonband. Es gibt Probleme. Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt, ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitsverweis, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity. Sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Ja, nicht schön, ne? Nicht schön. Das nehmen wir mit. Übrigens hatte ich ja gerade das harte Mysterium, ob mein Mann und mein Nachbar irgendwie noch da sind, aber ich habe jetzt die Kom. So. Es gibt immer so Namen in Spielen, die man ungefähr tausendmal sagt, ne? Das wäre fast zu einfach. Lasst mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Jedenfalls. Von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus der Mine? Ja. Nach den letzten Meldungen wurden die Arbeiten eingestellt, als der Ort entdeckt wurde. In den Wirren unmittelbar danach. Jedenfalls habe ich die komplette Wohnung abgesucht. Ich finde weder meinen Mann noch jemand anderen. Denn das Einzige, was ich finde, sind mein Hund und meine Katzen, die permanent irgendwelche Geräusche machen, auf Kartons rumkuscheln oder versuchen auf die Couch zu springen. Und aufgrund von, weiß ich nicht, was heute los ist mit den geistigen Unzulänglichkeit, ich weiß es nicht, es absolut nicht fertig bringen. Und dann erstmal, okay, gut, erstmal 20 Minuten hier irgendein Drama veranstalten, bis sie auf der Couch sind. War hier irgendwo noch ein Molly gestanden? Kann man mit dem Explosionsding das vielleicht auch machen? Nimm's mal mit, bitte. Da oben ist was zum Abfackeln. Ach so, da stehen zwei Flaschen, ne? Das ist manchmal. Das ist immer so, da fragt man sich die Frage. Da fragt man sich die Frage, da stellt man sich die Frage, wie es eigentlich ist,
wenn man gar nichts kann, ne? Mann, oh Mann! So eine Pisser. Ja, genau. Jetzt lädst du nach. Kannst du es mal bitte? Dankeschön. Das nehmen wir mit. Wieso brennen wir? Brauchen wir nicht. Können wir nicht. Haben wir schon. Dankeschön. Nö, brauchen wir nicht. Den nehmen wir mit. Ja, ja, brennen. Ach so, vielleicht sollten wir uns mal beeilen, wa? Au, 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 au. Wieso habe ich eigentlich eine Ambition dafür, den Leuten in meinen Arsch zu schießen? Oh. Wird's langsam knapp, wa? Aber wir nehmen trotzdem mit, was wir mitnehmen können. Ja, und wo ist die Barrikade? Warum? Gott, wie ich diese netten Menschen hasse. C, ausweichen. Upsi. Danke, dass du deinen Teammate für mich getötet hast. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Hallo. Komm, C. Ich kann die schon nicht mehr plündern. So, ach so, da ist eine Wand. Ah, shitty poo. Ja, komm. Pippi, stell dich doch nicht so an. So. Geronimo! Hallo, Jacob! Wird zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Zum Glück sind sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. So schaut's aus. Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen uns zu graben. Was haben sie hier unten gefunden? Genug, um sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Oh Gott, juckt mir meine Nase. Aber jetzt ist es sicher. Oder? Zumindest war es das. Klingt aber nicht so. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Kompliziert. Sch.
Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Die Maschinen sind nicht für Feinde. Halt! Jacob! Sophia! Die Infinity ist hier! Ach so, ich muss rennen! Aua! Komm, renn! Renn, Mäuschen! Oh Mann, wieso Jacob? Alter, Monsterlag. Jacob! Habe ich nicht vorhin noch gesagt... Ich bin so der Happy End. Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Das ist nicht gut. Es muss doch einen Weg darauf geben. Moment! Ich glaube, ich kann. Okay. Ich kann die Konsole mit Strom versorgen. Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift reparieren. Ich weiß. Lasst mich kurz mal was versuchen. Ah, die schauen ihn gerade an. Verdammt, der Aufzug steckt fest. Die Schiene... Achtung, Angriff! Oh. Der lebt ja immer noch. Gut, Die Schalltafel versuchen. Kann ich den hier schieben? Ja, kannst wieder loslassen. Dass die immer alles angriffelt, ne? Und dann nicht mehr loslässt. Ja, wir haben endlich ein Messer! Oh Gott! Scheiße, ja! Messer hatte man, glaube ich, im Reborn gar nicht, oder? Welchen Shortcut ist denn das? Messer ist quasi dann bloß mit F, oder? Nee. Ach, das ist bloß ein Ausrüstungsgegenstand dann, oder was? So. Ach, siehst du mal. Hier, Kampfmesser. Jetzt weiß ich auch, wofür wir das haben. So dieses, man steht davor und denkt sich... Bäh. Wie bitte? Und jetzt? Hä? Und jetzt? Hä? Also hier kann ich auf jeden Fall schon mal klettern. Aber wieso? Ach! Seht ihr mal. So auffällig und doch so unauffällig. Immer dieses Gerumpel im Hintergrund, ne? Fast so, als wollte man Stimmung, Atmosphäre mit den Geräuschen machen. Schön. So, was haben wir hier? Genossen, dieser Bericht erreicht euch aufgrund einer einmaligen Entdeckung in den Bergen bei der Freiheitsstation. Unser Minentrupp ist zu einem gewaltigen Hohlraum durchgebrochen, voller unglaublicher Ruinen und Artefakte, wie sie noch nie im Mutterland gefunden wurden.
Die Arbeiter, die wir unter den Einheimischen rekrutiert haben, waren nach der Entdeckung sehr aufgeregt. Sie wissen etwas über diese Ruinen. Wir werden die Gefangenen rund um die Uhr bearbeiten. Ich glaube, wir stehen kurz vor einer noch sagenhafteren Entdeckung. Okay, die Ruskis. So, das können wir sammeln, das ist schön. Könnte das ein Teil der verlorenen Stadt sein? Wieso hackt mein Spiel so hart? Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Okay. Das war knapp. Ich weiß zwar nicht, was gerade knapp war, aber... Das Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Gut. Wir können, glaube ich, ja. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ja, das hoffe ich auch. Ich bin. Das wird auch zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Habt ihr gesehen? Wir können von oben Messer kills mal. Oh Gott! Wir machen noch das mit dem Fallen, würde ich sagen. Lautlose Landung. Schauen uns mal die Upgrades für die Waffen an. Hier können wir Nachladegeschwindigkeit und Schussfrequenz. Schussfrequenz finde ich gut. Hallo? Wieso zeigst du mir Ausrufezeichen an, wenn du... Ah, hier. Die Pistole können wir, die halbautomatische. Ja, zeig mal. Wir machen die Munitionskapazität ein bisschen hoch. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ach, schön. Schön. Schön, schön. Wir gehen mal. Diese Ruinen sind unglaublich. Oh nein. Offenbar hatte Anna recht mit der verlorenen Stadt. Die Quelle muss irgendwo. Smoke oder was? Smoke! Es ist tatsächlich eine Smoke. Wo ist denn hier noch einer? Oh Mann, ey. Ich frag mich echt, warum ich mich so hart dumm anstelle. Ja, die Munition hätte ich gerne. Scheiß auf die Dose. Du gehörst mir. Du gehörst mir auch. Du natürlich auch. Upsi. Dich
Nehmen wir gerne auch mit. So, liegt da hinten noch was Schönes? Ich hab's doch gewusst. Schau mal. Munition brauchen wir nicht mehr. Bergungsgut. Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen, uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen. Auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Tjo, und mit diesem Gena verabschiede ich mich. Ich muss los. Ja, hoi. Jetzt wird's langsam sehr actionlastig. Ich freue mich ja. Ich mag das ja so gerne. Und die Parts kenne ich tatsächlich nicht, seitdem wir damals, bei der letzten Folge, glaube ich, dieses eine Grab links liegen gelassen haben. Seitdem ist es blind. Und es ist so geil. Ich liebe es. Ich weiß nicht, man muss es wahrscheinlich selber spielen, um es so geil zu finden. Aber ich finde es hammergeil. Das heißt, auch hier wieder vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein kleines Däumchen da, gerne auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Sagt es weiter, schaut demnächst wieder rein und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, haut rein!